Die Ratten. Wozu hat er sie gebraucht? Verfluchte Viecher. Lieber stopfe ich sie mit Gift voll oder schlag sie zu Brei. Aber nein! Hast du gesehen, was er mit ihnen gemacht hat? Komm ich ungelegen? Kera, was machst du? Geralt, hast du mich aber erschreckt. Aber nein, der Magier sagt, ich soll ihm Ratten bringen. Gesunde, keine, die die Katze anschleppt. Ist das die Lampe aus dem Versteck des Elfen? Und was war das mit den Ratten? Unwichtig, das erkläre ich später. Sag mir, wie komme ich zu dem Vergnügen? Du wolltest doch, dass ich wieder... Oh! Wetten, dass die alte Hexe, die hier gelebt hat, einige interessante Dinge zurückgelassen hat? Das hat sie. Du willst wohl einen Blick darauf werfen. Ja, sehr gerne. Du hast mich doch eingeladen. Hast du auch Gewinnkarten? Was ist denn das? Trank der Lehrung für deine Fähigkeiten mit den Fähigkeiten entwickeln wurde. Ah! Ich müsste so einen noch haben, aber ist egal. Nehmen wir. Was ist denn das hier alles? Schema, kleiner Marona-Runstein. Ah, okay. Berberrohrfrucht. Zweizahnblüten. Warte mal, was brauchte ich? Lotusblume. Basilikum Nasir. Und Winterkirsche, ja, stimmt. Die ganzen Quests, die DLC-Items. Die jibbet hier einfach nicht. Oh, die Bücher nehme ich. Was ich auch mal machen könnte, wäre eine ganze Folge, ich lese Bücher vor. Kleine Glyphe der Durchdringung. Das sieht nach Wertgegenständen aus. Egal, kann ich irgendwelchen Schund verkaufen? Das nimmt sie natürlich nicht. Da, ach, stimmt, ich hatte noch zwei. Ah, was soll's. Kann ich hier das Zeug verkaufen? Da freut die Gute sich doch. Ich könnte ja meine Edelsteine verkaufen. Meine wunderschönen Edelsteine. Ah, was soll's. Nein, die Bücher. Egal. Haben wir hier noch Bücher? Nee, gut. Ach, das ist immer so doof, wenn das so hochspringt. Schon habe ich wieder Plus gemacht. Was ist denn das? Schlüssel mit chimärischer Lilie. Ich glaube, den behalte ich erstmal noch. Das will sie alles nicht. Könnt ihr den Kram verkaufen? Ob sie Gwyn spielt, das wäre toll. Gorgo-Ei.
Im Grunde könnte ich das alles verkaufen, weil... Ach, was soll's, das ist so unsere Sammlung. Aber eigentlich brauche ich es nicht. Man könnte Geld damit machen. Mein Ernst, ich habe hier alles, was ich brauche, bis auf eben, dass ich da die letzten zwei Punkte benutzen kann. Das wird wohl erst was, wenn ich wieder in den DLC-Bereichen bin. Ich glaube, das muss ich mal halt in Ruhe aussortieren. Das kennen wir. Warum wolltest du die Lampe? Du hast gerade gesehen, warum. Um mit verlorenen Seelen zu kommunizieren. Ich wusste nicht, dass du dich für diese Art Magie interessierst. Hast du ein Problem damit? Warum hat der Elf dir die Lampe versprochen? Es war ein Handel. Er brauchte mächtige Magie und hat geahnt, dass ich mehr kann als Warzen wegzaubern. Ich brauchte ihm einen Trank, um den Abbau von Nervengewebe zu verzögern, Amnesie zu verhindern und derlei. Für wen war der Trank gedacht? Das hat er nicht gesagt. Für sich selbst, der alte Mann. Du sagtest, du wolltest etwas von mir. So ist es. Nach wie vor. Die verfluchte Insel im Sturmsee. Du hast sicher von ihr gehört. Die Bauern hier reden ständig darüber, über die Geister, die dort hausen. Sie sagen, wer dorthin geht, kehrt nicht zurück. Was für ein Fluch ist das? Das weiß ich nicht. Ich muss diesen Zauber brechen, aber habe seinen Ursprung noch nicht gefunden. Du musst doch etwas wissen. Ein bisschen. Der Fluch hängt irgendwie mit dem Turm zusammen, in dem Viserat, der Herr über dieses Land, beim Angriff durch Nilfgaard Unterschlupf fand. Im Dorf sagen sie, ein paar verzweifelte Bauern segelten zu der Reuseninsel, wollten um Essen betteln, doch es kam zu einem Massaker. Würdest du mir also bitte helfen, den Fluch zu brechen? Du kennst dich doch mit sowas aus. Warum bist du so versessen darauf? Bin ich doch gar nicht. Die Bauern sind es. Die Insel, gute Frau, du musst den Fluch brechen. Du bist eine gute Hexe, so mächtig. Immer dasselbe. Weißt du, ich dachte, du scherst dich nicht um die Leute hier. Du mächtige Hexe. Wenn ich's nicht schaffe, bin ich in ihren Augen nicht mehr mächtig. Sie werden nicht mehr riskieren wollen, am Galgen zu landen, um mich zu verstecken. Also geht es nur darum, was andere denken? Deinen Ruf? Der Punkt ist... Hör zu, ich bin nicht in die Wildnis geflohen, um mich fangen zu lassen, weil irgendein Trottel mit dreckigen Fingernägeln sich über mich aufregt. Okay. Oh, du mächtige Trixi. Also die Bauern, die zu der Insel gefahren sind. Hat dieser Herrscher sie umgebracht? Im Dorf wird gemunkelt, er hätte sie vergiftet. Ein wahrer Ehrenmann. Ich habe ihn nie getroffen, aber er schien kein grausamer Mann zu sein, nach dem, was mir der Magier von der Insel erzählt hat. Ein Magier lebte auf der Insel? Kennst du ihn? Wo ist er jetzt? Wir waren befreundet. Leider ist er auch an dem Tag gestorben. Nur wenige haben überlebt. Und diejenigen, die von der Insel fliehen konnten, starben bald darauf qualvoll. Sie scheinen aber nicht vergiftet worden zu sein. Schon gut, ich helfe dir. Ich wusste, du könntest nicht Nein sagen. Natürlich musst du zur Reuseninsel segeln. Na schön. Und dann? Nun, die Geister auf der Insel. Du müsstest mit ihnen irgendwie in Verbindung treten. Vielleicht können sie uns zeigen, woher der Fluch stammt. Meinst du, sie haben Lust auf ein Schwätzchen? Natürlich. Wenn du meine magische Lampe dabei hast. Du kannst sie danach gern behalten, zum Dank. Wirst sie sicher gut gebrauchen können. Magische Lampe! Kannst du nicht einfach mitkommen? Ich hab mal versucht, zur Insel zu fahren. Dachte, mein Kopf würde zerspringen, so stark war der Fluch. Reizend, dass du mich dorthin schickst. Ich bekam Nasenbluten. Bei dir wird höchstens dein Medaillon zucken. In der Aretusa habe ich gelernt, selbst die kleinsten magischen Regungen zu erkennen. Das hier hat sich dagegen wie ein Dreschflegel angefühlt. Interessant. Ich dachte ja, du stehst auf sowas.
Nimm mein Boot. Es liegt am Ufer, nicht weit vom Dorf. Es müsste intakt sein. Wenn der Moder nicht zugeschlagen hat, wie bei fast allem hier. Wie funktioniert die Lampe eigentlich? Ich meine, muss ich sie reiben oder irgendwas Magisches tun? Reiben kannst du dir sparen. Stell sie einfach dort ab, wo du Knochen findest und ein Gewisper hörst. Sei gewarnt. Es gibt gewiss angenehmere Dinge. Hab ich mir schon gedacht. Dreschfliege? Ich erzähl's dir später. Vielleicht lasse ich das Schlimmste weg. Das kannst du dir sparen. Ich gebe dir einen Xenogloss. Damit können wir uns über weite Entfernungen verständigen. Du beschreibst einfach, was du siehst, und ich sage dir, wonach du suchen sollst. Xenogloss? Hab noch nie von einem Xenogloss gehört. Funktioniert wie ein Megaskop, aber es ist weitaus handlicher. Stell dir ein magisches Kästchen vor, das spricht. Schwer herzustellen? Sehr. Darum sind sie so selten. Ich könnte sowas jedenfalls nicht bauen. Also keine Chance, dass diese Xenoglosse populär werden. Dass jeder Magier so eins haben kann. Nicht die geringste. Ja, mit dem Handys hat es ja auch nicht von heute auf morgen geklappt. Erst diese großen Ziegelsteine, erst die Koffertelefone, dann die großen Ziegelsteine. Dann die Klapphandys und in 10 Jahren sind es kleine Glasscheiben. Und wo hast du diesen Xenogloss her? Hab ihn in der Mine gefunden, zusammen mit der Lampe. Hielt ihn zuerst für einen Teil der Lampe, hab erst später gemerkt, was es ist. Meinst du, er gehörte dem Elfenmagier? Ganz sicher. Aber ich habe nicht gewusst, dass die Elfen sowas benutzen. Sollte ich noch etwas wissen, bevor ich gehe? Nein, das wäre alles. So, jetzt geh schon. Ich bin so gespannt, was du auf der Reuseninsel findest. Komm hinterher unbedingt bei mir vorbei. Und Geralt? Hm? Danke. Bitte, bitte. Was ich mal mache, ist mal wieder ohne Brille gehen. Schade, dass man die Kapuze nicht einfach bestimmen kann, ob an oder weg. So, Quest? Nebenquest, ein Turm voller Ratten. Benutze Keras Boot, um die Reuseninsel zu erreichen. Ja, plötzlich kann ja hier bleiben. Quatsch! Du hast mir einen Lackkratzer verpasst. Das muss ihr Boot sein. Und ab. Schlachtschiff Bismarck sticht in See. Eine Schifffahrt, die ist lustig. Eine Schifffahrt, die ist schön. Denn da kann man die Matrosen an der Reling hängen sehen. An der Nordseeküste, am plattdeutschen Strand. Ja, ich höre schon auf. Wir lagen vor Madagaskar und hatten die Pest an Bord. Interessante Theorie. Mein Keramet steht auf Dreschpflege. Geralt, hörst du mich? Ist alles in Ordnung? Wo bist du? Bin fast da. Wunderbar. Ich melde mich bald wieder bei dir.
Warte, dieser Xenogloss, kann ich mich damit auch bei dir melden oder funktioniert er nur in einer Richtung? Er funktioniert nur in einer Richtung, fürchte ich. Du musst meiner weiblichen Intuition vertrauen. Deiner was? Meiner weiblichen Intuition. Wunderbar. Musst du doch kennen, Geralt. Außerdem ist darauf immer Verlass. Oh, Dreschfliege, Kara, ich bin da. Hopp. Setz den Anker, Segel hoch. Oder so. Hä? Oh! Ah, Mist, die sind ja... Oh, da ist... Ja, ich sollte vielleicht nicht um 2.30 Uhr früh morgens aufnehmen. toll. Kacke. Mal gucken, wo mich das Spiel jetzt hin verschlägt. Ich höre nichts. Na toll, schon kaputt. Verdammt kurz. Oh! Was hast du gesagt? Es gibt ein paar Störungen. Du musst sehr vorsichtig sein. Na ja, gut, dass es hier gespeichert hat. Wann sind die nächsten Ungeheuer? Interessanter Kreis. Das ist ein Theater, wa? Eine Arena? Ein Freilufttheater? Ich tippe auf Freilufttheater. Oder ein Hügelgrab, da geht's rein. Sieht so nach Grabstätte aus. Ist auch nichts. Gehen wir weiter. Geh zum Turm. Optional verwende die magische Lampe, um Geister zu finden. Hässlicher Bastard. Das denke ich mir auch immer, wenn ich Arztes Profil sehe. Was? Ich hab nichts gesagt. Du hast dich verhört, Atze. Das war irgendein NPC in-game. Sind das Lampen? Ich wollte jetzt sagen, korrigiere ein Ghoul, aber es ist doch gut. Cool.
Ich glaube, das Schwert halten wir mal gezückt. Oh. Bienen. Miep, miep. So, verwende die magische Lampe, um Geister zu finden. Ist das ja ein prädestinierter Ort für Geister? Sekunde, ich muss die doch, glaube ich, auch auswählen, oder? Magische Lampe, okay. Nein! Wo ist sie? Das ist grünes Licht. Was tut es? Es leuchtet grün. Hä? Oh, ups. Stirb einfach. Just keep dying, just keep dying. Sind doch einfach nur Bienen. Au. Noch einer. Darf ich jetzt endlich mein Loot einsammeln? Danke. Was ist das? Ich sollte Keiras Lampe benutzen. Sie sind hinter uns her. Sie werden Gaham nicht reinlassen. Still, du Idiot! Halt den Rand, sonst hört dich der Adelsfritze! Da, der sitzt auf seinen Seidenkissen, stopft sich bestimmt gerade Fleisch rein. Und hat keine Ahnung, dass wir ihn gleich in Fetzen reißen. Oh oh. Die Luft ist rein, Jungs. Los jetzt! Grünes Licht soll ja beruhigend wirken, deswegen sind ja auch Schultafeln immer grün. Hey. Volles Wasserweib. Da brauchst du nicht so die Beine spreizen.
Schning. Sonst keine weiteren Geister, oder? Die waren ja so hübsch hervorgehoben durch diesen grünen Schimmer. Puh, also um die Festung wieder herzurichten, da brauchst du echt einen Haufen Pumpen. Und jede Menge Sand, um das ganze Wasser hier rauszukriegen. Ich kann mir schon vorstellen, das ist eine hübsche Festung. Man braucht nur genug Ressourcen, dann kann man hier auch mal einen Krieg überstehen. Ist nicht so leicht einzunehmen, die ganze Sache, aber unterm Strich, als gegnerischer Heerführer würde ich die Leute hier dann einfach aushungern, wenn die eh nur auf einer Insel hocken. Komm ich hier rein? Mal auf! Nein, nämlich. Und sonst sind hier wohl außen keine Geister. Na ja. Okay, gehen wir mal rein. Überall Ratten, ja. Wo ist dieser Adelsfritze? Wo ist dieser Adelsfritze? Hier liegt er, mausetot, der Kopf ist geplatzt wie ein fauler Kürbis. Schon mehr wie ein Bauer, verteilt sein Blut und seine Scheiße überall, hat sich ausgeadelt. Sie haben es zu schnell gemacht. Hätte mehr leiden müssen. Er ist nicht der Einzige. Die Söhne können für ihn leiden. Und die Tochter nach oben. Oh oh. Ach nee. Ich werde sie nie verstehen. Halten Ratten in Käfigen wie Hasen. Sollen wir sie rauslassen? Wenn wir nichts tun, verhungern sie. Ich würde sie lieber verbrennen. Sie freizulassen wäre nicht gut. Stell dir vor, welchen Schaden sie anrichten würden, wenn sie ins Dorf zurückschwimmen. Schwimmen? Ratten? Wie soll das denn gehen? Oh, mach dir um die keine Sorgen. Das sind schlaue kleine Viecher. Schlauer als du. Kommen sie dir nicht träge vor? Vielleicht haben sie die Krätze. Und der Gestank.
Ja, man sollte diese Art Menge an Ratten nicht unbedingt frei herumlaufen lassen. Aber ja, die können in der Tat richtig gut schwimmen. Weil das ist ein kleiner Meister darin. Lustige ist ja, bei Eulen sagt man ja eigentlich Intelligenz und Schleue nach, aber eigentlich sind in Eulen gar nicht so clever. Tiertrainer sagen, Katzen und Ratten und so, die sind wesentlich leichter zu trainieren als Eulen. Fang nicht damit an, Annabelle. Zurück an die Arbeit. Lass mich mit diesen dummen Bauern in Ruhe. Ein für alle Mal. Dieser Einfallspinsel hat dir den Kopf verdreht. Aber ein Graham allein macht den Rest nicht gleich zu edlen Menschen. Mein Herr, Bauer, Sie sind durch die Tür in den Turm. Hallo? Was ist denn das hier für ein Käse? Fang nicht damit an, Annabelle. Zurück an die Arbeit. Lass mich mit diesen dummen Bauern in Ruhe. Ein für alle Mal. Dieser Einfallspinsel hat dir den Kopf verdreht. Aber ein Graham allein macht den Rest nicht gleich zu edlen Menschen. Mein Herr, Bauer, Sie sind durch die Tür in den Turm. Ah, jetzt so. Geister! Was soll denn der Käse? Warte mal. Okay. Das kommt immer alles wieder hierher zurück. Okay. Ich glaube, das gehört dazu. Nichts. Hallo, da war doch gerade ein A über dem Papier. Ich täusche mich. Nicht mehr, oder? Komisch, dass es noch hier ist. Der Adelsfritze ist schon eine ganze Weile tot. Wer ist da? Komm raus! Ist da wer? Wer bist du? Oh oh. Gnomischer Gewü hier. Ich glaube, sie will, dass ich ihr folge. Ich bin in der Turmspitze. Ein Labor kann ich hier nicht entdecken. Dann bist du noch nicht ganz oben. Such nach einem Aufstieg. Ein Turm voller... Ich höre was. Ich glaube, ich sehe was.
Hier hat wohl der Adel gehaust. Benutzen? Oh. Beide nach unten? Ah. Warum macht man sowas mit solchen auffälligen Hebeln? Sieht nach Labor aus. Gar nicht schlecht eingerichtet. Tagebuch des Magiers Alexander Teil 2. Mir fehlt Teil 1. Tag 346. Ich habe Ratten nie gemocht. Das liegt weniger an ihrer obszönen Schwänzen als vielmehr an ihrer lebhaften, verstörenden Intelligenz. Sie scheinen still zuzuhören, wenn man glaubt, nur mit sich selbst zu reden. Noch schlimmer, sie scheinen zu verstehen. Vor ein paar Tagen ertappte ich mich dabei, mit einer zu reden. Mit einem besonders großen schwarzen Männchen, der ihm ein Ohr fehlt. Zunächst wurde ich von Sorge überwältigt, dass mein Verhalten auf einen Beginn der Krankheit zurückzuführen wäre, aber das wäre natürlich unmöglich, da ich meine Immunität mit mächtigen Zaubern verstärkt habe. Später folgerte ich, dass es sich nur um einen natürlichen, schwer zu überwindenden Reflex handelte. Wir Magier mögen es, wenn man uns zuhört. Ich habe die schwarze Ratte in einem separaten Käfig untergebracht. Vielleicht bekommt sie noch ihre Chance, an den Versuchen teilzunehmen. Bis dahin kann sie mir Gesellschaft leisten. Und beobachten. Mir fällt auf, dass sie die infizierten Nager mit großer Konzentration beobachtet, vor allem solche in den letzten Krankheitsstadien. Sehr interessant. Ich könnte mir keine bessere Gesellschaft wünschen. Serat meidete das Labor und hat auch den Wunsch zum Ausdruck gebracht, dass seine Tochter sich von mir fernhält. Zunächst dachte ich, er hatte moralische Bedenken. Dies wäre zu lächerlich gewesen, doch dann erklärt er, dass Annabelle schon immer eine labile Psyche hatte und der Anblick der Kranken sie aus dem Gleichgewicht bringen könnte. Die Bauern, die an der Studie teilnehmen, sprechen nicht mehr mit mir. Ich weiß nicht, was sie sich von dieser Demonstration versprechen. Als Konversationspartner taugen sie ohnehin nicht. Das ist natürlich die Frau, aber was sie betrifft, versuche ich, meine Kontakte zu begrenzen. Tag 362. Eine schwarze Ratte ist tot. Ich habe sie heute zusammengekrümmt im Käfig gefunden. Vielleicht wurde sie versehentlich infiziert. Bei der Autopsie konnte ich allerdings keine Krankheitszeichen entdecken. Gut ernährt war sie auch. Seltsam. Aus medizinischer Sicht ist ihr Tod rätselhaft. Und ich muss eingestehen, dass dies den Gelehrten in mir irritiert. Aber ich erwähnte ja, dass ich Ratten nie gemocht habe. Ich will den Fluch brechen, der auf dieser Insel liegt. Und wer bist du? Die anderen Geister konnten mich nicht sehen. Ich bin besonders. War ich schon immer. Die seltene Schönheit. Die Tochter des Herrn. Dieses Land gehörte uns. Soweit das Auge reicht. Ich, meine Familie. Wir wollten im Magierturm das Ende des Krieges abwarten. Des Elends. Es sollte nicht für immer sein. Der Magier, der hier lebte. Wer war er? Alexander. Ich kannte ihn kaum. Er verbrachte die meiste Zeit alleine in diesem Turm. Er ist auch tot. Sie sind alle tot. Berge von Leichen. Ich bin allein. Ganz allein. Sie haben mich alle verlassen. Selbst er, der mir die ewige Liebe versprach. Und du wirst mich auch verlassen. Wenn ich den Fluch brechen kann, wärst du frei. Sag mir, was hier passiert ist.
Die Bauern kamen auf die Insel. Sie wollten etwas zu essen, richtig? Nein, sie wollten uns ausrauben und töten. Sie dachten, wir wären reich und würden uns hier an ihrem Elend ergötzen. Doch wir hatten selbst kaum etwas zu essen. Zu wenig, um es mit ihnen zu teilen. Sie haben alle niedergemetzelt. Ich hörte meinen Vater schreien. Aber der Magier befahl mir, still zu sein und niemanden reinzulassen. Er gab mir einen Trank. Den sollte ich schlucken, wenn ich entdeckt würde. Er sagte, alles würde gut werden. Was ist dann passiert? Ich hatte schreckliche Angst. Vor den Männern, die da kamen, aber auch davor, den Trank zu trinken. Du hast dem Magier nicht getraut? Im Dorf hieß es, er hätte was mit Krankheiten zu tun. Er würde sie nicht heilen, sondern verbreiten. Es hieß, er locke Ratten in den Turm und infiziere sie mit Katriona. Das waren natürlich nur Gerüchte, aber ich hatte solche Angst. Und dann hörte ich ihn, meinen geliebten Graham. Er rief mich. Ich machte ihm die Tür auf, aber es waren andere, die reinkamen. Sie stürzten sich auf mich und... Dein Geliebter hat dich nicht gerettet. Warum? Es waren zu viele. Er rief, lass sie in Ruhe. Er versuchte, sie zu packen, aufzuhalten. Sie haben nur gelacht. Haben sie dir wehgetan? Sie hielten mich an den Armen fest, zerrissen mein Kleid. Ich konnte mich befreien und den Trank hinabstürzen. Und dann... nichts. Vergiftet? Bist du so gestorben? Nein, denn später erwachte ich wieder. Ich war allein. Es war dunkel. Überall waren Ratten. Dutzende. Hunderte. Und ich konnte mich nicht rühren. Ein Schlaftrunk. Die Wirkung war noch nicht ganz vorüber. Du warst gelähmt. Sie waren überall. Am ganzen Leib, wie Insekten. Im Gesicht, an den Händen. Sie rissen mir die Haut ab, krochen in meinen Bauch. Sie haben mich zerfetzt und ich konnte nicht einmal schreien. Habe ich denn nicht genug gelitten? Warum kann ich nicht von ihr fort? Ekelhaft! Du warst nicht die Letzte, die hier gestorben ist. Im Turm liegt noch eine frische Leiche. Die Insel ist gefährlich. Die Leute sollten sich von ihr fernhalten. Auch ich will fort von hier. Der Tote. Er wurde scheinbar von einem Monster angegriffen. Vor kurzem. Lebt noch jemand im Turm? Woher soll ich das wissen? Hier gibt es viele Geister. Ich höre ihre Stimmen jede Nacht. Ich meine nicht die Geister. Hier haust ein Monster. Du musst etwas bemerkt haben. Ich weiß es nicht. Ich habe nichts bemerkt. Warum fragst du? Warum bedrängst du mich so? Du bist doch mein Retter, nicht mein Peiniger. Kannst du mit den anderen Geistern auf der Insel sprechen? Nein, ich bin allein. Die anderen weichen zurück, wenn sie mich sehen. Ich weiß nicht warum. Du hast keine Angst vor mir, oder? Nein, ich bin Geister gewöhnt. Allerdings, ich muss zugeben, du hast etwas an dir. Du bist anders. Wie kann ich dir helfen? Ein dem Hass entsprungener Fluch hält mich hier fest. Nur wahre Liebe kann ihn brechen, aber er würde einen Geist lieben. Und dein Geliebter? Ist er auch tot? Graham. Nein, er lebt. Ich wüsste es, wenn er tot wäre. Aber er ist geflohen und hat mich alleine zurückgelassen. Vielleicht kannst du den Fluch bezwingen, indem du ihm vergibst. Du könntest die Insel befreien. Dein Geliebter, wer ist er? Ein Adelssohn? Nein, ein armer Fischer. Mein Vater war gegen ihn. Sehr. Er wollte nicht, dass wir zusammen sind. Oh, ich vermisse ihn so. Jede Nacht gehe ich ans Ufer und blicke zum Dorf hinüber. Denkt er noch an mich? Vorhin sagtest du, du kannst den Turm nicht verlassen. Hab ich das? Du musst dich verhört haben. Ich glaube nicht. Ich
Ich weiß es nicht mehr. Was für ein Albtraum. Ich glaube, du stehst im Zentrum des Fluchs. Die Auren der anderen Geister hier sind nicht annähernd so stark wie deine. Mein Medaillon pulsiert, seit ich mit dir rede. Ich weiß nicht, wovon du sprichst, aber du scheinst einiges zu wissen. Du könntest recht haben. Mein Schicksal ist mit der Insel verbunden. Ich spüre es. Vielleicht, weil ich ihre Erbin bin? Möglich. Deine Blutsbande mit der Insel könnten der Ursprung des Fluchs sein. Wenn du Graham vergibst und deinen Zorn bändigst, sollte er enden. Ich habe ihn geliebt. Ich will ihm vergeben. Aber ich muss wissen, ob es ihm leid tut. Bring meine Gebeine zu ihm. Er soll sie begraben. Das soll unser Abschied sein. Sprichst du mit ihm? Tust du das für mich? Oh, klar. Ich weiß nicht, ob wir... Oh, klar, machen wir. Gut, ich rede mit Graham. Wo finde ich ihn? Er lebt im Dorf am Seeufer. Aber was, wenn er mich vergessen hat? Wenn er dich geliebt hat, wird er sich erinnern und helfen wollen. Er sagte, er würde mich immer lieben. Geh zu ihm. Beeil dich bitte. Oh, lebendig gefressen werden und das auch noch merken. Oh. Haben wir noch einen Tagebucheintrag? Ah, Tagebuch des Magiers Alexander, Teil 1. Tag 237. Meine Experimente zeitigen weiterhin Ergebnisse, die ich als unverlässlich betrachten muss. Fehler bei der Methode kommen nicht in Frage. Das Problem ist, dass schäbige, fehleranfällige Forschungsmaterial, mit dem zu arbeiten, ich gezwungen bin. Entgegen seiner Zusicherung ist sehr außerstande, mir genug gesunde Exemplare für meine Versuche zu beschaffen. Die meisten wurden aus dem Kerker hergeschleift und sind unterernährt und verstört. Ich verschwende täglich viel Zeit damit, sie zu verschwaschen und zu entlausen, bevor ich sie auch nur einen Fuß in mein Labor setzen lasse. Sterilität ist das Wichtigste. Wie Marty Sodergren in ihrer wenig bekannten Arbeit beweisen konnte, spielt die Einstellung des zu behandelnden Patienten eine signifikante Rolle im Kampf gegen die Krankheit. Leider zeigen die Freiwilligen, die mir geliefert werden, kein ausreichendes Verständnis für die edle Arbeit, deren Teil sie sind. Geschweige denn irgendeine Begeisterung tatsächlicher betrachten sie die Forschung offenbar als Teil ihrer Strafe. Ich bin zwar kein großer Redner, aber ich habe schon mehrfach versucht, sie zu überzeugen, dass sie zur Ausrottung einer der übelsten Seuchen beitragen, von der die Menschheit geplagt wird. Leider hat es den Anschein, dass sie nicht viel verstehen. Vielleicht ist ihre Begriffsstutzigkeit auch nur den ersten Krankheitsstadien geschuldet. Natürlich erfordert jeder Erfolg große Opfer. Die meisten von ihnen werden ihr Leben auf dem Altar der Forschung opfern müssen, doch das ist ein Opfer, das zu erbringen ich bereit bin. Ach ja. Oh, hier geht's noch höher. Ach, hier ist wohl nur das Dach. Waren bis zum Schluss da drin. Was für eine beschissene Art zu sterben. Oh, wie? Moment mal. Hoppapa. Mal die Aussicht genießen. Ich gehe hier einfach weg. Dabei haben wir doch hier eine wunderschöne Aussicht. Ach ja. Warte mal, bevor ich runterfalle. eine Kiste. Na, wie gerade ein Langschwert. Ob ich das überlebe? Ich denke eher weniger. Für die Wissenschaft!
Okay. Bisschen unspektakulär. Bisschen unspektakulär.